Willkommen bei AI Tipps und Tricks. In diesem Video zeigt euch Nina, wie ihr die SIM-PIN auf eurem Vivo Y72 5G ändern könnt. Viel Spaß! Hallo, ich bin Nina und ich werde euch heute zeigen, wie ihr beim Vivo Y72 5G eure SIM-PIN ändern könnt. Wir kennen das ja alle, manchmal kann man sich eine bestimmte Zahlenkombi einfach nicht merken und die SIM-PIN ist ja doch ziemlich wichtig und so oft müsst ihr sie vielleicht auch nicht eingeben, dann kann es schon sein, dass man die schneller mal vergisst. Ihr solltet die aber natürlich trotzdem nicht deaktivieren, sondern dann lieber die Funktion nutzen, sie zu ändern. Und wie das genau geht, schauen wir uns jetzt einmal an bei unserem Vivo Y72 5G. Wir gehen dafür zunächst einmal in die Einstellungen und wählen dann unter den Einstellungen hier den Punkt Sicherheit aus. Und müssen dann auch hier noch etwas weiter runterscrollen, bis wir zu dem Punkt SIM-Kartensperre gelangen. Und hier sehen wir dann zwei Optionen. SIM-Kartensperren. Telefon kann nur mit PIN genutzt werden. Das ist aktiviert und ich würde euch auch wirklich empfehlen, das eingeschaltet zu lassen. Auch wenn ihr manchmal genervt davon seid oder euch das vielleicht stört, aus Sicherheitsgründen ist es einfach wirklich zu empfehlen. Und deswegen wählen wir dann lieber hier die zweite Funktion und ändern einfach unsere SIM-PIN. Wir müssen dann erstmal noch die alte eingeben, machen das als erstes und dürfen uns dann eine neue SIM-PIN überlegen. Wir nehmen jetzt hier eine recht einfache, achtet einfach darauf, dass ihr euch die gut merken könnt. Aber natürlich sollte das Ganze nicht zu offensichtlich sein und achtet natürlich besonders darauf, solltet ihr die öfter ändern, dann müsst ihr euch natürlich wirklich gut merken, welches eure aktuelle SIM-PIN ist. Wir wurden jetzt hier gerade auch schon benachrichtigt, dass das Ändern der SIM-PIN erfolgreich war und wollen das Ganze jetzt natürlich auch mal testen. Das heißt, wir schalten unser Vivo einfach einmal aus und wir sehen jetzt, wir haben es neu gestartet und werden aufgefordert, ganz normal unsere SIM-PIN einzugeben. Wir geben jetzt also aber unsere neue SIM-PIN ein und schauen mal, und das Ganze funktioniert wirklich super. Also wir haben unsere SIM-PIN jetzt geändert und konnten damit unsere SIM-PIN auch direkt entsperren, ohne irgendwelche Probleme. So viel also zum Thema SIM-PIN ändern. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn ja, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch. Habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen, könnt ihr uns die gerne jederzeit in die Kommentare schreiben und abonniert natürlich auch den Kanal, damit ihr keine Videos verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!